Ja, eine sehr starke Mannschaft. Ich glaube, gefühlt spielt die Hälfte der Mannschaft oder hat die Hälfte der Mannschaft schon zweite Liga und dritte Liga gespielt. Ich glaube auch, dass sie eigentlich in die dritte Liga auf jeden Fall gehören, dass es halt enorm schwer ist, aus der Regionalliga rauszukommen. Und uns erwartet ein brutal starker Gegner, wo wir alles raushauen müssen, um dort zu bestehen. Aber wir sind der Zweitligist und wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Wir unterschätzen auf jeden Fall keinen Gegner. Saarbrücken ist ein super Regionalligist, die auch Ambitionen haben, aufzusteigen. Und wir fahren dorthin, um zu gewinnen, um eine Runde weiterzukommen. Aber unterschätzen tun wir sie auf keinen Fall, sondern gehen das ganz normal wie ein Zweitligaspieler. Erik Weggesser ist seit dieser Woche wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Konnte jetzt alles wieder mitmachen, auch ordentlich in die Zweikämpfe reingehen und wie gesagt, ich glaube, wird von Tag zu Tag besser und bin froh. Der Stürmer kennt Saarbrücken aus seinen Duellen in den vergangenen Jahren in der Regionalliga mit Astoria Waldorf. Ja, ist ein spielstarker Gegner, ist auf jeden Fall eine gute Truppe, die auf jeden Fall richtig gut zocken können und die werden uns auf jeden Fall einiges abverlangen.